Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Godzilla x Kong Ja, so trägt der Film diesen Titel, obwohl er ihn gar nicht verdient aber dazu gleich mehr In diesem Film geht es nämlich hauptsächlich um Kong denn er ist jetzt auf ähm, Hohlerde und er ist eigentlich ziemlich unglücklich, denn er fühlt sich ziemlich einsam. Er ist zwar der Stärkste, der coolste und alles, aber er ist auch der Einsamste von den stärksten. Und ja, nicht nur das, ihn plagen auch so ein paar Wehwehchen, die ihm das Leben dann nochmal zusätzlich schwerer machen. Und ja, Godzilla ist halt auf der oberen Erde verdrischt da so den ein oder anderen Kaiju. Und ja, und sowohl Kong als auch Godzilla als auch die Menschen sind auch wieder, ähm, beziehungsweise haben, ähm, das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Beziehungsweise bei Godzilla und Kong ist es ein Gefühl und die Menschen nehmen es anhand ihrer Geräte wahr. Ja, und, ähm... Nach einigen kleinen Hin und Her, nachdem Kong von den Menschen mal wieder ein bisschen fit gemacht wird, er wird sich daraus dann auch ergeben, welche Gefahren auf die Leute und die beiden Protagonisten lauern. Ja, so viel, weil ja so viel Story gibt der Film natürlich auch nicht her. So viel zur Story, aber ich finde, dieser Film ist eine echte Verarschung. Also ich werde jetzt auf Sachen eingehen, die mit den vorherigen Teilen zu tun haben. Also von daher wer die vorherigen Teile nicht gesehen hat, sollte die vorher sehen, damit er weiß, wovon ich rede. Denn hier wurden so viele Sachen schlechter und falsch gemacht, wo ich mir nur denke, ey, das kann es doch nicht sein. Wir reden ja von einem Film mit einem Budget von 135 Millionen Dollar. Was man als Big Budget-Film äh, eigentlich ansehen kann. Und die Effekte sind schlechter geworden. Die Handlung, äh, ja, ist okay, kann man ja noch so sagen. Aber die Umsetzung die gefiel mir auch nicht wirklich. Und ähm, zu ein paar anderen Sachen komme ich gleich noch. Was ähm, an dem Film wirklich gut war, war der Ton. Aber ansonsten. Leute, was habt ihr aus Godzilla gemacht? Der Film heißt Godzilla versus Kong. Aber in diesem Film geht es hauptsächlich um Kong. Godzilla taucht in den eher ersten zwei Drittel mal so hier und da mal so ein bisschen auf. Und dann ist er im dritten Drittel halt ein bisschen mehr zu sehen. Aber ansonsten ist Godzilla da so mehr so Beiwerk. Der Film dreht sich hauptsächlich um Kong. Also müsste der Film eigentlich Kong X Godzilla heißen. Aber wahrscheinlich aus marketingtechnischen Gründen hat man dann wohl Godzilla X Kong genommen. Obwohl Godzilla erheblich weniger Screentime hat als Kong. Das ist für mich als Godzilla-Fan, weil ich bin mehr Godzilla-Fan als Kong-Fan, eine echte Mogelpackung. Also das hat absolut nicht gefallen. Und dann hat man ja auch im Trailer gesehen, dass Godzilla auf einmal laufen kann und auf einmal richtig agil ist. Was habt ihr mit Godzilla gemacht? Der war nicht schnell, aber man hat einfach diese Kraft gespürt, die dieses Wesen einfach hat. Von, diesen, von dieser bedrohlichen Kraft und von diesem bedrohlichen Wesen ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich weiß nicht, was, was ihr mit Godzilla gemacht habt. Habt ihr den Energy Drinks gegeben oder was? Der, der macht auf einmal den Usain Bolt da. Nee. Also, das war absolut schlimm, sich das anzugucken, ey. Und ähm, ja, da hat man so zwei von diesen, ja muss man ja sagen, bekanntesten Monstern, die es ja gibt. Und mit Godzilla wahrscheinlich auch das berühmteste Monster, was es gibt. Man stellt ihn an erster Stelle von dem Filmnamen und dann ist er da ja erheblich weniger zu sehen als Kong. Weiß ich nicht. Macht für mich persönlich absolut keinen Sinn. Ja, dann spielt sich der größte Teil natürlich dann auch auf Hohlerde ab, wo dann auch natürlich die Menschen mal wieder rumlaufen. Ähm, Irene And Andrews ist natürlich dabei, äh, Gia Andrews ist natürlich dabei und auch ein paar andere von den ersten Filmen sind natürlich auch dabei und ein, zwei neue Charaktere, aber die sind eigentlich. Für mich so, ja, die sind halt da, machen da auch ihre Aufgaben, die sie da an der Hand bekommen, aber sind für mich jetzt nicht so kriegsentscheidend, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche. Auch wenn die da jetzt ein bisschen mehr Sinn machen als noch in den zweiten Film. Aber im Großen und Ganzen will man doch sehen, wie sich da die Kaijus da auf die Ömmel geben. Und kriegt man das da bei Godzilla vs. Kong zu sehen? bei Godzilla X Kong zu sehen. Auf jeden Fall weniger als bei Godzilla vs. Kong, finde ich. Also, die Klopperei gibt... Es gibt zwar da Kloppereien, aber erheblich weniger, finde ich. Man hat da viel mehr Story da jetzt versucht reinzustricken und auch viel mehr Kong in den Vordergrund gestellt, was meiner Meinung nach dem Film nicht unbedingt so gut getan hat. Der Film geht zwar nur 115 Minuten... Fühlt sich aber erheblich länger an. Während bei Godzilla vs Kong die Zeit wie im Flug verging, hat man hier teilweise echt so, ja, Minuten, wo man denkt, ja, guck mal wieder, so langsam mal wieder ein bisschen in die Gänge. Auch die, wie gesagt, man hat jetzt alles in Hohlerde gepackt. Das heißt, du hast jetzt auch ein Problem, weil du hast jetzt nur diese Handvoll Menschen hast du jetzt da. Und diese ganzen Kaiju Filme leben doch eigentlich zum größten Teil davon, dass da viele Menschen rumlaufen, dass sie panisch rumlaufen, dass sie Angst um ihr Leben haben und dass dadurch diese Kaijus einfach mehr bedrohlicher wirken, so dass man halt diese Angst dieser Menschen halt auch spürt. Und das ist in diesem Film erheblich weniger, weil ja nur diese paar Menschen da rumlaufen hauptsächlich. Weil sich dann ja alles irgendwann halt in Hohlerde verlagert. Und ähm, ja, da geht so viel durch verloren einfach. Da geht so viel durch verloren, dass man sich denkt: Ja, was gucke ich jetzt hier eigentlich? Eigentlich will ich jetzt hier einen Monsterfilm gucken, wo sich die Monster richtig auf die Ömmel geben. Und ich will halt, ähm, ja, wenn schon Godzilla als erstes da an der ersten Stelle des Namens von dem Film steht, ich will Godzilla sehen. Man muss eigentlich diesen Film nennen Kong X Godzilla, weil Kong erheblich mehr Screentime hat. Ja, wie gesagt, Godzilla macht jetzt auf einmal hier einen auf Energy Drink, der ist auf einmal jetzt wendig und schnell und dies und das und so. Ey, weiß ich nicht. Gefällt mir alles nicht. Also, ich weiß nicht, was ihr aus, aus, diese, aus dieser Filmreihe gemacht habt, aber das ist jetzt irgendwie für mich Murks. Das ist nicht mehr das, was ich mir unter Godzilla X-Kong vorgestellt habe. Beziehungsweise, es ist auch nicht mehr das, was ich mir nach Godzilla vs. Kong mir gedacht habe, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie jetzt das mit den ähm, Rechten sind, weil. Ich habe mal gehört, dass irgendwann jetzt die Rechte wieder an Toho zurückgehen sollen. Und ja, nee, also hat mir jetzt so vieles nicht gefallen. Auch viele Effekte sahen nicht mehr gut aus. Also es ist jetzt wirklich, ähm, trotz des hohen Budgets, ist es nicht mehr an der Qualität der anderen Filme zu messen. Also da wurde an vielen Stellen einfach stark nachgelassen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe. Alles, was ihr wollt. Also, Randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Da sind wir wieder. Also, Godzilla X-Kong, wie es eigentlich heißen müsste: Kong X-Godzilla. Eine wirklich schwächere Fortsetzung eines wirklich sehr gut gestarteten Filmreihe, äh Filmreihe. Und ja, viele Effekte sind nicht mehr sauber. Godzilla ist auf Energy Drinks. Kong, mit dem muss man da Mitleid haben und ja, die paar Menschen laufen auch mal wieder darum und ja, es ist nicht das, was ich mir gedacht habe, was der Film ist. Auch wenn man den Trailer so sieht, da sind auch viele Dinge, die man gesehen hat, wie zum Beispiel den laufenden Godzilla. Ich komme da einfach nicht drüber weg. Der ist auf einmal auf Energy Drinks. Da komme ich nicht drüber weg. Wie kann man so etwas machen? Und deswegen gebe ich diesen Film, obwohl ich ein großer Fan der Reihe eigentlich bin, gebe ich diesen Film zwischen zwei und drei Totenköpfen. Mehr kann ich nicht geben. Ihr habt, ihr habt euch da komplett die Filmreihe ein bisschen versaut. Ich weiß nicht, was ihr euch da vorgestellt habt. Ob die Studios da wieder reingeredet haben oder sonst irgendwas. Das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Ja, so viel zu meiner Filmbewertung zu Godzilla X Kong. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung, dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten abonnieren und liken nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis demnächst.